Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Dawn of War 2 Retribution mit dem Chris. Hallo Chris. Hallo. Ich sollte das wirklich mal einsprechen und einfach jedes Mal davor fügen, das ist immer das Gleiche. Ja, das wäre glaube ich nicht schlecht. Du sagst ja nie die Folge an. Ja, eben. So, wir hören uns an, was es in den Kapitolgärten so und so. Baum. Das ist die Öffnung, die wir brauchen. Wenn wir nach Meridian reisen, können wir die Übertragungen des Aszendanten abfangen und seine Identität enthüllen. Das ist eigentlich so ein Schwachsinn, weil als sie den Kyras in der allerersten Mission zeigen, da siehst du ja schon, dass mit dem was mit, also durch sein Bildchen siehst du ja schon, dass mit dem was nicht stimmen kann. Aber naja. Das, ja. Das ist echt so dämlich. Hätten sie sich wenigstens die Mühe gemacht und den ein anderes Outfit verpasst im ersten Clip. Was gehen wir überhaupt für Ausrüstung am Ende? Oh. Ich bin ja für die Ausrüstung an sich, also keine Einheit oder so, sondern für die Ausrüstung. Bekommen wir eine Rüstung, die permanente Infiltration bietet. Hm. Dauerhaft unsichtbar. Also dann für Cyrus sozusagen. Oder gilt die für alle? Für alle, denke ich mal. Echt? Er will mir an den Fuß fassen. Es ist nur eine Frage, aber mich verbessert. Ziele so gut. Niveau. Nie ist es wo. So. Es soll geschehen wie gewollt. Oh, Elite-Gardisten. Um Himmels Willen. Oh, tot. Du hast sie kaputt gemacht. Oh, zertreten. Naja. Kann mal vorkommen. Oh, ein Lehmann. Spektakulärer Kampf. Ich bin begeistert. Welterbomben schaffen alles. Können wir das schaffen? Jo, wir schaffen das. Ach man, ich wollte den Kampf zeigen, aber man sieht echt nichts bei den Effekten. Ruft diesen Lehman Russ zurück und formiert euch neu. 4. und 17. Ich will eine Angriffslinie aus Bane Wolves gegen diese Position. Oha. Die Brücke war aber schnell kaputt. Die hat nicht mal mehr irgendwelche Effekte gebraucht. Nee, die ist einfach nur in Staub zerfallen. Genau. Ich nehme das Gebäude vor. Okay. Sie haben uns festgenagelt. Aufgepasst, man kriegt keine Energie. Oh Gott, nee, wer ist schon. Ach, diese Gedanken in meinem Kopf. So. Wieso? Nee, ach. Sie haben uns festgenagelt, da musste ich an diese Memes denken, wo immer Jesus am Kreuz dran zu sehen ist, dann nailed it. Das ist, ja, tut mir leid. Ja. Ach man, ich markiere die aus Versehen immer mit. Ja, woher kommen die denn da alle? Aus dem U-Bahn-Schacht, sag mal. Diese Teufel haben unsere Linien durchbrochen. Diese Teufel? Diese Tulichtgute. Hm. Ach, da kommt das Güllefahrzeug. Naja, die machen es wie die Russen, da werden die Traktoren umgebaut und schon hast du einen Panzer. Jetzt wie der T-34 entstanden ist, der hat immer noch einen Traktorenmotor drin. Oha. Müsste der dann nicht ganz schön lahm sein? Was jetzt, was die Russen für Traktoren haben? Von nichts an. Nee, das interessiert mich herzlich wenig. Hallo, ich interessiere mich denn die für Traktoren? Ja, ich bin ja kein Dorfkind. Ich bin Städter. Nein. Ja, bestimmt. Ja? Nee, komm. Das ist zwar jetzt eine Metropole hier, aber auf jeden Fall kein Dorf. Ja, so wie bei mir. Denn ich wohne wirklich im Nichts. Und ich meine, ich bin zwar auch schon Trecker mitgefahren, als kleiner Bursche, aber das war Marke Eigenbau. Als kleiner Bub. Als kleiner Bub.
Das war ein umgebauter Armee-Jeep. Als Traktor. Ziemlich geil, das Ding. Siehst du, und da hast du ja auch was auf dem T-34 gesessen. Naja, nee, nie ganz. Das Ding schafft auch bloß 5 km/h, also ich glaube, damit kommst du im Krieg jetzt auch nicht so weit. Kennst die Russen nicht. Oh nein, eine Erhöhung. Ich komme nicht durch. Oder so ein Schlagloch und schon Schluss mit lustig. Ich hab sie geblitzt, Ding. Ah, okay. Gib mal Medica gewonnen. Das ist, glaube ich, das erste Mal, dass ich die Einheit in einem Haus hab stehen sehen, so richtig. Also hier gerade mit der aufgestellten Waffe und so. Sah ganz cool aus. Ich lege jetzt los. Wir müssen um dieses Gebäude herum. Das stehe ich durch. Der macht kaputt. Schreit ein. Erstmal ein Punkt, der in dem Scheiß, egal ob ihn erschießt. Hauptsache den Punkt. Ja. Naja, guck mal, die machen eh keinen Schaden. Ja, guck mal, die machen eh keinen Schaden. Ja, ja, sag das mal Martello. Sehr gern. So. Vorwärts immer, rückwärts nimmer. Da. Ein leichtes Ziel für mich. Komm, durch die Wand durch, das musst du erschaffen. Naja, gut, nie ganz. Aber fast. Huch. Wir finden hier einen Haufen Energie, aber kaum Anforderungspunkte. Willst du ein Upgrade, oder? Nö, ich hab mir erst schon genommen, Jens. Gönn dir. No. Das ist echt so dumm. Warst du auf Platz 2 oder so? Keine Ahnung. Ich glaube Platz 2 oder 3 des Wortes des Jahres 2014. Walküre ist heiß und im Anmarsch. Ja, wenn die Walküre heiß ist, doch. Hallöchen. Da sollst du noch nicht hin. Will ich aber. Du machst die Mission wieder kaputt. Ja, wenn die hier auf mich schießen, das lasse ich nie mit mir machen. Du bist ein Terminator. Was erwartest du? Ist ja krass, dass die Okrins noch größer sind als die Terminatoren. Ja. Okrins, Ogre, alles dasselbe, alles dämlich. Hat keine Haare und stinkt. Ach na dann. Diese Physikeffekte meinte ich. Ja, das ist bei mir einfach umgefallen. Also es war jetzt nicht irgendwie komisch. Einfach nur weggeklappt bei mir. Ja, genau das meine ich, ja. Ja, es ist aber jetzt nicht schlimm. Sieht schon fetzig aus. Ein Verbündeter hat einen Siegpunkt eingenommen. Bevölkerungsgrenze erhöht. Das ist schön, wir brauchen aber keine. Wir sind einfach so imbar, dass wir keine Truppen rufen. Niemals. Das Geschütz hat heute auch einen Tanztag, glaube ich. Meine Güte, wo kommen denn die alle her? Ja, wenn du da schon sonst wo rumrennst. Ja, das ging halt immer so ein bisschen vorwärts. Aber ich muss jetzt aber weg hier, sonst sterbe ich noch. Ja. Sonst löst du wieder das Endevent aus. Valkyrie ist heiß und im Anmarsch. Bevor wir hier irgendwas anderes machen können. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Oh Gott, jetzt habe ich bestimmt meinen Black Screen und da ist er.
Das habe ich schon gemerkt, es hat gerade geruckelt. Naja, dein Terminator überlebt. Oh, der einfach awesome ist. Ja. So. Hier ist Captain, ich treffe bald ein. Aha. Ist ja ein interessanter Name. So. Und das Güllefahrzeug ist wieder da. Ich wollte gerade sagen, ja. Das kennen wir doch. So. Dann geh da mal hin, mein Freund. Mein großer, dicker Freund. Befehle? Valkyrie ist heiß und im Anmarsch. Achtung, heiß und fettig. Oh Mann, du zerstörst gerade mein Gedankenbild von Valkyren. Oh Mann. Du zerstörst auch die ganze Nibelungensaga mit Siegfried. Und den Valkyren. Du machst die ganze deutsche Geschichte kaputt. Die deutsche Geschichte vor allen Dingen. Ja, das ist natürlich alles so passiert. Ja, klar. Frag mal die Nachfahren von Siegfried aus dem Nibelungengeschlecht. Dass die Leute, die von sich das behaupten. Lieber nie. Voreilig, schwach, töricht. Das sind dann auch die Leute, die mit so einer weißen Jacke mit den Ärmeln zum Rücken irgendwo rumhocken. Fehlt es mein Papa. Mag ja sein, aber nicht der Siegfried. Valkyrie ist heiß und im Anmarsch. Siegfried und Roy. Oh. Ja, die haben, glaube ich, auch viele Kinder. Ja, komm, warum auch drum rumlaufen, wenn man einfach durch den Zaun durchgehen kann? So. In Bewegung. Willst du nicht mal verstärken gehen? Würde ich gern, aber an dem Punkt, da ging es nicht und der andere war mir jetzt zu weit weg. Deshalb warte ich einfach, bis wir den hier haben. Und das ist kein Verstärkungspunkt, doch. Sagst du. Lass die Häuser doch für mich. Nein, das stand hier gerade so rum. Ich bin schneller. Ha, naja, gut. Ich reiß aber das ganze Haus ein. Ich auch, ich brauche nur länger. Sentinel. Die meine ich mit den Raketenwerfern. Machen noch weniger Schaden wie die Großen. Das ist jetzt auch nicht viel weiter. Naja. Wo rennt ihr denn schon wieder hin? Ey, das ist zum Heulen. Ach ja, ruf ich da mal meinen Cyborg. Das Güllefahrzeug wurde angehalten. Boom. Und die drehen uns schon den Rücken zu. Erstmal zum Punkt. Und. Luftkommandobunker zerstören, das kriegt man da hin. Zerstören ist immer gut. Und vor allem einfach. Darf ich mir Leben geben? Naja, mach. Oder na, willst du aber Schaden holen? Na, dann hol Schaden. Es wird noch weitere Schlachten geben, sage ich. Ach so, ich muss den ja wieder auswählen und seine zwei Kameraden hinzufügen. Die kosten übrigens Ressourcen, ne? Oder? Oder bei dem nicht? Echt? Nein, normalerweise, wenn du Truppen wieder verstärkt willst, kostet es was. Nö, anscheinend nur 2 Sekunden. Derzeit. Es kostet Lebenszeit. Kostbare Zeit. Ja, bei Space Marines, die ein paar Jahrhunderte leben. Das ist schlimm, 2 Sekunden. Ja, aber bei uns, wir leben keine Jahrhunderte. Ach, warte mal. Wenn ich groß bin, dann werde ich Genforscher. Oh, das Thema hatten wir auch schon in der letzten Folge oder so. Yeah. Mit dem Genmais. Du musst einfach viel Genmais essen. Und dann klappt das. Dann habe ich irgendwann noch 3 Arme. Und hier, nein, ich darf nicht lieber. Kann nur schief gehen. Kann nur Eigentore machen. Ja, ah, da ein bisschen geübt. Kann ich denn eigentlich auch Okren so werfen? Oh ja, selbst die. Das ist jetzt schon wieder lächerlich. So ein kleiner Typ, solche fetten Typen.
Toll, ich würde gerne das Ganze mal vom Nahen zeigen, aber das wackelt ja alles so dermaßen rum. Ja, fast ein Artillerieschläger. Einfach nicht stark genug. So, dann rufe ich gleich meinen Cybot, bevor du den Kampf triggerst. Dass wir unseren ehrwürdigen Cybot auch mal sehen können. Tu das. Der kostet 18 Bevölkerungslimit, was soll denn das? Ich dachte, der ist kostenlos. Von wo kommt er denn eigentlich? Bitte? Von wo kommt der denn dazu? Mit Landungskapsel. Mitten ins Getümmel. Oh nein, ein Sentinel ist der Boss. Nein. Der Sentinel Stufe 6. Oh Gott. Er hat ganze 750 nein. Leben. Ich weiß gar nicht, was eine Melterbombe abzieht, so irgendwas mit, keine Ahnung, 400 oder so. Ich gehe zuerst auf den übermächtigen Sentinel. Meine Landungskapsel ist unterwegs. Voll auf den Panzer. Naja, krass. Der war reichlich unbeeindruckt. Ich kann für ganze 10 Energiekosten, also richtig halt Energieressource, kann ich deaktivieren, dass die KI diese Einheit steuert. Das mache ich dreisterweise einfach mal. Das ist ganz witzig. Das hat Tatsache 10 Energie gekostet. Cool. So, Storm the House. Hau mal auf den Tisch. Mach das mal. Achso, soll ich schon mal damit beginnen, die Festung kaputt zu machen? Oder? Oh, gibt ja nichts mehr zu holen. Warte mal, ich überleg grad mal. Das fetzt doch bestimmt. Ja, das kann man mal machen. Das war jetzt nicht so schlecht. Mein Cybot hat jetzt eine Kanone. Ich habe eine ankommende Übertragung abgefangen. Mit etwas Glück ist es die erwartete. Schalte durch. Prioritätskanal Kondus. Hier spricht der Aszendant, Azaria Kyras. Fabelhaft erledigt, Sergeant. Das Abschlachten ihrer eigenen Waffenbrüder wird ihnen Korns Gunst einbringen. Ohne das Verwaltungszentrum ist Meridian so hilflos wie ein Baby, das von Wölfen aufgegriffen wird. Bleiben Sie hier in Position und wehren Sie alle Eindringlinge ab. Ihre Belohnung für Ihren Glauben wird bald ausgeteilt. Schädel für Korn. Ja. Ja. Zweites Geschenk des Artificers. Mir ist jetzt wieder eingefallen, dass ich den Kyras immer so lächerlich fand. Der sieht einfach aus wie so ein Clown, finde ich, durch dieses ganze bunte Gezeug. So. Ich könnte den deshalb nie ernst nehmen. Ich hatte immer so einen Narren vor mir, so einen mittelalterlichen Narren. So, du wolltest die Rüstung. Also, ich glaube, Sie haben Ihre Antwort, Diomedes. All diese Jahrhunderte, diese Jahre der Lügen. Kyras! Kyras Signal kam von Typhon. Bevor wir handeln, sollten wir Inquisitorin Adrastia kontaktieren und unsere Streitkräfte bündeln. Nein, sie wird mehr Beweise fordern, bevor sie handelt. Wir gehen alleine nach Typhon. Ich werde Kyras selbst stellen. So, da bleiben wir dann in der nächsten Folge auf Meridian, würde ich mal behaupten. Ja. Und dann in der übernächsten geht es dann nach Typhon Primaris. Deine Einschätzung, wie weit sind wir jetzt ungefähr vom Spielfortschritt her?
40-50%. Also jetzt von Umfang her so in etwa wie Chaos Rising wahrscheinlich. Naja, Chaos Rising hat ja noch lang gedauert, weil da viele lange Missionen bei waren. Die hier dauern ja im Durchschnitt eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde. Ja, aber so jetzt von der Folgenlänge her. Oder? Ja, gut. Von der Folgenanzahl her meine ich, weil ich die ja jetzt nicht mehr teile. Wird in etwa gleich. Genau. Genau. Ja, dann kümmern wir uns wie immer um das Equipment. Bis zum nächsten Mal und tschüss.